Hey Leute, willkommen zurück zum Metro Exodus. Weiter geht's in der schönen Halle hier, die gar nicht so schön ist, weil sie wimmelt von einem riesengroßen Fisch. Der lebt hier. Ja, und der fühlt sich hier offensichtlich sehr, sehr wohl und ist nicht gerade gut gelaunt. Oh. Diese kleine Grafikfehler hier. Was ist das? Habt ihr schon mal so ein Geländer gesehen? Da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht rauffallt, weil sonst... durchbohrt es euch. Boah, sieht das fies aus. Ja. Also. Wir sind hier nicht alleine und hier sind. Also. So komische. Genau, die da. Und die sind ganz schön. Zahlreich. Nicht unbedingt gefährlich, aber teilweise so zahlreich. Ist wie bei Ameisen so. Eine ist nicht gefährlich, aber so mehrere davon ist nicht gut. Wow. What? Alter! Was war das? Da ist gerade was durch und hat die aufgefressen und dann ist das da wieder zugefallen. What? Übertreibt es mal wieder voll und ganz. Nee, finde ich cool. Fetzt, ist geil. Da kam es raus. Wo sind wir hier? Was zur Hölle ist das? Okay. Fisch. Fisch im Boot. Und Opfergabe, Schüssel und keine Ahnung. What the fuck? Was ist denn hier? Was geht denn hier? Hä? Was ist hier los? Dickes Bestandsbuch. Dienerin unseres Herren. Ja. What? Aleftina oder so. 79 Jahre. Altersschwäche. Diener unseres Herrn. Piotr. 60. Pilzvergiftung, Diener unseres Herrn, Michael, ja, oder Michael, nee, ja, Michael, eigentlich. 42 Jahre, mangelnder Glaube, ein Dämon der Elektrizität erlegen. Diener unseres Herrn, Sascha, Sacha, 31, mangelnder Glaube, aha, aha, huch. Nee, das ist es auch nicht, wo ist das jetzt? Ah, hier, warte, da. Nee, wo ist denn das jetzt? Da. 48, ja, eieieiei. Oh Gott. Okay, das sind einige. Endet das nochmal irgendwann? Alter. Alter, unbekannter schwarzes Fieber. Aha, schwarzes Fieber 23, Behandlung des kranken Reisenden aus dem Süden an. Gott, hab sie sehr. Aha. Oh, sag bloß, wir stehen hier auch drin. Das wäre krass. Ivan. Ina? Oder stell dir vor, Anna. Anna steht hier drin. Das wäre fürchterlich. Tatjana? Nee, steht aber nicht. Aha, das wäre richtig schlimm. Da kann sich jeder sein eigenes Mehl draus backen. Ja, fragt man nicht, wie man Mehl backt, aber... Kann ich das Tor hier öffnen? Ich kann das Tor hier öffnen, geil. Jo, wie cool ist das denn? Ja, dann sind wir offensichtlich, haben wir es geschafft, sind wir hier raus. Warte mal, ich werde nochmal ganz kurz speichern und nochmal
hier versuchen, hier rüber zu gelangen. Okay, ich hänge hier irgendwo drin. Hallo? Hup. Na, hup. Und gleich nochmal. Ja. Aha. Hier war ich nämlich noch nicht. Hier ist aber nur ein Pilz. Ah, hier ist noch mehr. Hier ist noch ein Pilz. Ne, das ist kein Ding hier. Da lag noch ein Typ. Ups. Ja, ja. Na. Geh doch hoch. Ach komm, ich sehe doch, dass da drauf noch was ist. Geh rein da jetzt. Ach komm schon. Hä? Da ist doch offensichtlich Stuhl und alles drin. Und ein Grill noch. Da kann ich doch hoch. Wieso kann ich da nicht hoch? Ja, denn nicht. Komisch. Ja, danke. Es ist ein bisschen tricky. So, was müssen wir denn hier machen? Kann ich irgendeine Glocke läuten? Aha. Irgendwas lösen? Oh, guck mal, das Buch hier. Meter 20, 34. Das ist ja cool. So, was muss ich denn hier? Warte mal, was? Irgendein Rätsel. Kerze. Kerze in der Dings. Und hier ist ein Buch. Hä? Was steht da auf dem Schild? Das übersetzt er mir nicht. Muss irgendwas mit der Notiz hier auf sich haben. Oder? Ah, hier ist noch eine Tür, guck mal. Ach so. Ja, keine Ahnung. Dann speichere ich mal und dann drücke ich mal hier alle durch. Keine Ahnung, was ich hier... Wo geht denn das? Das geht auch irgendwie ins Nichts hier, guck mal. Ach doch, da hängen ja die Leichen... Ach, das sehe ich jetzt erst. Da hängen die Leichen dran, ne? Ja, weiß ich nicht. Der ganz rechts vielleicht? Der sieht anders aus als die anderen beiden. Ich habe keine Ahnung. Leute, erstmal. Wir haben es getötet. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Alter. Holy shit. Ich sitze hier mit offener Fresse, ey. Alter, war das krass. Oh nein. Ist das jetzt das Vieh oder lebt da noch eins? Ich hoffe, du hast nur geschissen. Wow, oh, guck mal, den hat's komplett aufgespießt hier irgendwie. Ach nee, diese Dinger, die stecken ja schon so drin in seinem Körper, ne? Oh, wir können da drauf laufen. Boah, ist das widerlich. Mal an hier das Vieh. Äh.
So, wir haben's. Raus hier. Sehr geil. Oh, ist das schön, ein bisschen wieder an der frischen Luft zu sein. Oh. Ach so, und jetzt haben wir wieder das Licht. Alles klar. Ah, mit N nehme ich's ab. Alles klar. Aha, alles klar. Okay. Wir haben kein Quest-Ziel mehr. Warum haben wir kein Quest-Ziel mehr? Oh! Ich könnte das Ding umdrehen. Das sehe ich jetzt erst, indem ich einmal drücke. Haben wir die Quest. Ich bin im Terminal. Ich bin im Terminal. Jetzt muss ich die Mutter Drasine finden. Ich hoffe sehr, dass sich in diesem Labyrinth kein Minotaurus befindet. Das Versteck, was? Welches? Ja, keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal komplett zurück, Leute. Oder beziehungsweise, ich glaube, erstmal gehen wir uns hier unsere Ausrüstung wieder ein bisschen reparieren und alles. Hat ja doch ganz schön Schaden genommen gerade. So, haben ja gut Pilze-Zeug gekriegt hier durch die... Na, durch das, wo wir jetzt alle so waren. Noch mal eine weg. Davon auch. Nee. Davon noch. So. Ja, was Neues haben wir ja jetzt nicht. Ja, guck mal, die Maske. Maske ist ein bisschen beschädigt. Die mache ich mal ein bisschen zur Hälfte hier. Achso, das kostet Schrauben. Ja, mach mal. Oder Muttern oder ja, was weiß ich. So, die machen wir mal bis zur Hälfte hier. Ups. Und die auch. Ja, geht nämlich schon gar nicht mehr. Tja. Ja. Denn ist das so? Ach nee. Ich möchte die AK ja noch mal ein bisschen aufrüstinnen. Gucken wir mal, ob wir dafür überhaupt was haben. Oh ja, wir haben was. Ach, guck mal, das ist bloß... Das andere war auch eine AK, bloß da ist oben, dass das schafft und alles anders. Und hier ist es halt das komplette... Ah, alles klar. Es ist also die gleiche Waffe sogar. Fettes Magazin. Kein Gerät, ja gut. Das ist... Ist auch klar. Ja. Ja gut. Fetter AK. Fetter AK, haha. Ja. Gut. Dann zurück. Ich habe immer noch kein Benzin gefunden. Das kotzt mich halt ein bisschen an. So, Benzin so, das wäre übel cool. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Benzin, also so Benzinkanister so einfach überall irgendwo rumliegen. Und... Ja, man das so zufällig findet, indem man einfach ein bisschen sich umschaut. Boah, guck mal, wie viele da sind. Aber vielleicht ist da auch wieder irgendwas Nützliches.
Oh, alter, ruckelt das hier. Ich sehe es gerade in der Aufnahme. Bei mir läuft es ja, wie gesagt, flüssig im Spiel. Aber hier gerade in der Aufnahme mega ruckelig. Sorry dafür. Das ist sie halt auch anfordernd, ne? Mit den ganzen Dingern hier. Anforderndes Spiel. Aber irgendwie sind die Viecher wirklich blind, ne? Oder sehen halt nichts und riechen oder hören nur. Na, ob das was wird? Oh oh. Weil ihr seid so eklig, ne? Oh ja, hier gibt's was. Oh oh. Au! Hey! Burn, Baby, burn! Hau auf mich zu werfen, ihr blöden Mistviecher hier. Warum brennst du nicht? Bist durchs Feuer gelaufen. Aber was ist das hier? Ist das eine Schrotflinte? Oh nein, es hat irgendein Dings hier angelockt. So ein Riesenvieh. Guck mal, das sieht fast aus wie eine Schrotflinte eigentlich. Wenn das eine ist, nehme ich die auf jeden Fall mit. Ja, das ist eine. Nee, das ist keine. Oder? Nee, das ist keine Schrot. Das ist keine Schrot. Hier muss es doch irgendwas Schönes geben. Irgendwas, wofür es sich jetzt gelohnt hat, hierher zu kommen. Und die ganzen Viecher und das alles hier umzubringen. Muss irgendwas sein. Vielleicht oben drauf? Na gut, hier war ich ja auch schon. Ne, hier war ich auch schon mal. Na gut, dann nicht. Dann hat sich's eben nicht gelohnt. Mein Gott. Ja, ich finde, wegen den zwei, drei Sachen hat sich's jetzt nicht gelohnt, so viel Muni und hier eine Bombe und so. Oder zwei Mollys. War jetzt nicht so geil. Aber ist egal. Komm. Wir waren gucken. Wir waren gucken. Hätte auch sein können, dass er da über krasse Scheiße ist. So, ne? Weiß man ja nicht. Genau deswegen. So, einmal theoretisch kann ich ja jetzt hier lang weiter, ne? Na gut, dann ist da nachher Ende. Und dann ist da Ende. Und so... Ja, nee, da muss ich jetzt mal. Ja, da war ja auch. Hey, doch, irgendwo habe ich da mein Boot stehen gehabt. Muss ich mal kurz überlegen, wo ich am besten hingehe. Nee, wisst ihr was? Ich gehe hier geradezu durch. Weiß jetzt nicht, ob ich da hinten mein Boot stehen gelassen habe. Hier weiß ich auf jeden Fall, dass da irgendwo ein Boot ist. Ein Boot! Ein Motorboot! Ne, sind ja gar keine Motorboote. Sind ja nur Paddleboote. Ist das ein Boot da vorne schon? Da ist ein Boot. Das sag ich doch. Oh. Ich wusste doch, wo ich meins abgestellt habe. So, mit dem großen Hops. So, einmal drehen. Mal raus hier aus der Ecke.
Soll ich euch mal was Schönes zeigen? Oder, ja, könnt ihr ja mal schön hinhören. Oh. Das ist geil. So, wir müssen einmal quer rüber, und zwar links. So. Da hinten hin. Ich würde aber gerne auch vorher nochmal da vorne gucken, ob wir jetzt so einen Benzinkanister haben. Ich glaube ja nicht, dass wir in der Zwischenzeit jetzt schon mal einen aufgesammelt hatten irgendwo. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Vielleicht kann man ja auch einen herstellen, das wäre auch cool. So Benzin herstellen, wisst ihr? Ich wüsste jetzt aber nicht wie, weil, ja, er hat mir davon noch nichts angezeigt. Geh bloß weg, ey. Ich sehe schon wieder kommen da hinten. Nee. Nee, das geht noch nicht. Steht da so viel Benzin drin? Sind die alle leer? Och man. Wo soll ich denn da suchen? Oder kann ich das Benzin hier... Ich meine, das sind ja alles Öltanks hier. Ah, vielleicht da hinten Tankstelle? Aber in der Tankstelle war ich ja auch schon mal. Hat ja auch nichts gebracht. Komme ich hier rüber? Ja. Das geht. So, ich versuche mal, dass ich an den Viechern jetzt vorbeikomme. Ohne, dass die ich mich jetzt unbedingt wieder mit allen anlegen muss. Oh, das sind... Schon wieder so viele. Nein, geh weg. Guck mal, wie viele das sind. Das ist völlig übertrieben. Blöden Viecher hier. Schon sind es nicht mehr so viele. Das ist trotzdem übertrieben. So viele hier von denen. Oh nein, nicht du auch noch. Geh weg. Hau ab. Schmeiß das Vieh da hinten immer noch nach mir. Hör auf damit. Auch Benzin. Nur Benzin. Ein bisschen Benzin. Und dann war's das schon. Aber hier ist es leider nichts. Hier ist es. Entschuldigung. Ich schweife ab. Ah, da vorne ist auch noch was. Da war ich auch noch nicht drin, ne? Warte mal. Lalala. Lala. Ich würde das Geheimnis gerne lüften und wissen, was da los ist. Der ist bestimmt auch richtig gut versteckt irgendwo. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier irgendwie, hier so drin oder so.
Boah, Alter! Fuck! Boah, scheiße, hab ich mich... Oh. Ui, 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 ui. Okay. Oh. Kurz was trinken. Oh. Oh, hier ist ein Kumpel. Okay. Hätte mir aber gerne erstmal unten umgesehen. Hi. Hätte mir erstmal umsehen hier unten. Ey! Kannst du mir auch eine Vorwarnung geben, dass du dich gesehen hast? Ich hab's gewusst, dass da wieder einer von hinten ankommt. Das ist schon wieder so ein großer, ne? Boah, ihr seid aber auch nervig, ey. Ich hab bald keine Muni mehr. Nur wegen dem Blöden. Ah ja, abgeschlossen, ich hab's gesehen. Oh. Ihr Büchlein. Mach Puff. Was haben wir hier? Verblasste Notiz. Daria. Du hattest recht. Sie wachsen wirklich ungewöhnlich schnell. Ich habe gerade zwei aus dem Wurf von letztem Jahr wiedererkannt, die mittlerweile ausgewachsen sind. Das ist erstaunlich. Pack das Aufnahmegerät und die Batterien ein. Wir schlagen hier heute die Zelte auf. Das ist eine perfekte Stelle für Beobachtung. Übrigens, wo du schon mal dabei bist, gib, ja, Michael, Michael, eine Tollwutimpfung. Er wurde gebissen. Besteht darauf, dass er nichts Ernstes ist. Was? Besteht darauf, dass es nichts Ernstes ist. Ach so, aber um sicher zu gehen. Ich konnte ihn zum Glück dazu bringen, dich und die Ausrüstung zu holen. Ich warte hier auf euch. Haben wir noch mehr? Nö, mehr haben wir nicht. Warte mal. Mach Puff. Oh Gott. Die sind ja hier überall. Oh Leute, das sieht ja aus nach Benzin irgendwie. Ich habe das so im Gefühl. Ah, jetzt ist die Tür hier auf. Geil. Ich bezweifle nur, dass ich hierfür genug Munition habe. Ehrlich gesagt, weil ich so viel gar nicht habe.
Vielleicht sind die auch einfach lichtempfindlich, die blöden Viecher. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr so viel Muni, mich mit jedem einzelnen hier anzulegen. Irgendwas raschelt hier. Nee, die sehen mich. Die sehen mich, die blöden Viecher. Guck, wie er da steht und guckt. Oh Gott, Leute, wir müssen Schluss machen. Ah, wir machen hier Schluss. Im nächsten Part geht's dann hier weiter. Ich denke mal, dass es hier Benzin, dass es hier Benzin gibt. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein zum Metro Exodus. Macht's gut. Ciao, ciao.